Hallo und herzlich willkommen zurück zur dritten Folge von Civitatem. So, Kralle ist weiterhin noch am Tiere schlachten. Und dann kann ich euch auch gleich mal das andere zeigen, was ich definitiv noch machen muss. Nämlich, ich muss Klamotten herstellen. Das macht man aus Leder, beziehungsweise aus Fellen. Aus Fellen wird Winterklamotte gemacht. Seht auch hier, ja, das ist, ja, das soll so eine Art Kyras oder sowas sein. Ja, sieht aus wie, weiß ich nicht, so eine Art Becher. Aber aus dem Leder macht unser Jäger quasi dann hier Winterklamotten oder, ja, Winterjacken. Und die werden dann im Winter angezogen, damit die Leute hier nicht frieren. So, jetzt haben wir nämlich zweimal Leder. Jetzt wird sich gerade hier hinsetzen, beziehungsweise den Tisch stellen. Da so ein bisschen am Fell rumriechen. Und daraus macht er dann also die Winterklamotten. Die wird dann an die Bevölkerung verteilt und damit ist dann der Winter etwas angenehmer als die anderen Jahreszeiten. Genau, da haben wir schon mal eins fertig. Normalerweise nimmt er sich immer die erste Klamotte gleich selber. Gut, in dem Fall jetzt noch nicht, aber ist okay. So, Fleisch haben wir noch. Dann können wir nochmal auf Jagd gehen. Zwei Stück werde ich nochmal jagen. Den Rest werde ich dann erstmal wachsen lassen. Wildschwein aber da unten. Es gibt eine Unterscheidung. Bei Wildschweinen, im Gegensatz zu den Rehen. Und zwar die Rehe, die wehren sich ja nicht, sondern die rennen nur weg. Wenn man Wildschweine jagen geht, die bringt mehr Fleisch und mehr Leder ein. Allerdings wehren die sich. Also die würden uns dann angreifen. Und ja, das Risiko möchte ich erstmal noch nicht eingehen, um ehrlich zu sein. So. Okay, Bäume sind gefällt. Wir haben 28 davon. Dann gucken wir mal, was wir noch alles so bauen können. Und zwar machen wir mal den Blacksmith als nächstes, damit wir unsere Werkzeuge, ja, quasi wieder aufrüsten können, wenn wir denn mal welche verbraucht haben sollten. So, mit Shift-Taste gedrückt, mit Steuerungstaste gedrückt kann man hier wieder löschen. So. Machen wir wieder doppelte Geschwindigkeit. Da ist das nächste Reh erledigt. Und wie gesagt, eins machen wir noch. Und anschließend stellen wir erstmal die Produktion oder die Jagd ein. Nicht die Produktion. So, Holz. Ja gut, jetzt haben wir es eh 21 Uhr. Machen wir erstmal wieder weg. Obwohl, wir lassen erstmal die Sachen so. So, Bauarbeiter haben wir aktuell nicht. Achso, weil Daniela hier essen geht. Ah, okay. Nee, doch nicht. Es waren auch vorher noch vier. Er ist echt ein guter Jäger, muss ich sagen. Also, tausendmal besser als in meinem ersten Durchgang. Und das ist schon tot. Sehr schön. Wie sieht es als Jäger oder als, ja, auch ein 42 jetzt schon. Hervorragend. So, da seht ihr, da wird sie erstmal verköstigt. Und da wird, glaube ich, auch nur eine Keule mal genommen. Genau. Deswegen deutlich effektiver das Jagen, beziehungsweise, ja, Fleisch überhaupt zu haben. So, da sehen wir also ein paar Früchte haben wir noch, Fleisch haben wir, Wasser haben wir, Holz haben wir. Holz wird im Winter zum Heizen benutzt. Deswegen sollte ich wahrscheinlich nochmal ein wenig Holz sammeln gehen. Ja, im Winter sind hier nur diese großen Bäume fällbar. Dafür aber auch wirklich verdammt viele. So, hier oben haben wir eigentlich fast alles schon abgeholzt. Ja, und ihr seht, es gibt keine Nahrung, sondern es gibt nur Holz, was man quasi sammeln kann. So, dann einer hat sich schon Klamotten genommen. Genau, Kralle nehme ich selber. Und wenn er Winterclothes produziert hat, dann
wirst du erstmal wieder Bauarbeiter. Und wir können ja mal gucken, ob schon weitere Kinder geboren wurden. Aber ich glaube, nee, noch keine Kinder gezeugt worden in der letzten Zeit. Aber wir können sehen, dass wir nichts sehen. Okay. War es überhaupt das Spiel? Doch, na klar. Das war das Spiel. Und zwar hier hinten sieht man es. Dass hier so ein kleiner Nuckel ist. Und das bedeutet, Daniela ist schwanger. Genauso wie Camilinha. Sie ist auch schwanger. Puh. Gelb-grün. Ich tippe mal, das wird ein Junge. Das wird ein Mädchen. Oder andersrum. Das ist dann wahrscheinlich die Farbe der... Daniela Child is now 4 years old? Okay, Bianca van de Wulven. Ach, okay, da hat sie... Ach, das Kind ist schon geboren worden. Das heißt, dass das Kind quasi jetzt gesäugt wird. Alles klar. Und wir haben unser erstes Kind, nämlich die Bianca van de Wulven. Also grün ist Mädchen und gelb wird dann wahrscheinlich Junge sein bei Camilinha. Ja, und wo ist er? Da steht sie vor der Haustür. Die Bianca. Die können wir auch nicht umbenennen. Arbeiten kann sie natürlich auch noch nicht. Hat, naja, okay, Bauarbeiten und Holzfällen kann sie ein bisschen. Schmieden kann sie auch gar nicht mal so schlecht für ihre Verhältnisse. Also alles gut. Und irgendjemand ist... Achso, gerade raus, okay. Ja, dann machen wir natürlich ganz normal weiter. Eisen, aber 43. Ich glaube, das werden wir erstmal einstellen. Und wir kümmern uns um den Blacksmith. Obwohl, da können wir eigentlich auch direkt wieder das Ganze aktivieren. Denn ich denke, der Blacksmith wird ein paar Eisenvorräte benötigen. So, ach genau. Im Winter sind übrigens auch sämtliche Tiere weg. Die suchen sich wärmere Orte. Und nicht nur unsere. Deswegen gibt es im Winter gar keine Nahrung zu sammeln. Und man muss von dem leben, was man vorher eingesammelt hat. Bianca ist low on food. Na, dann soll sie was essen. Hat sie wahrscheinlich jetzt auch. Holt sie erstmal eine Keule raus, damit sie auch groß und stark wird. Ja, und so wächst dann nach und nach also unsere Bevölkerung. So, Klamotten haben sich auch zwei, drei Leute genommen. Hier Camilinha, Gott, der Name. Und wer hat noch Klamotten? Camilinha hatten wir schon. Gerade kennen wir. Und Daniela van de Wulven hat sich auch noch Klamotten genommen. Heißt sie eigentlich auch? Ne, sie heißt nur van de Wulven. Also sie hat nicht den Mutternamen ihrer Mutter quasi angenommen. Ja, da haben sie keine Winterklamotten. Ich weiß. Tut mir auch sehr leid. Das bedeutet, dass sie ja nicht allzu lange arbeiten werden heute. Aber wir versuchen für den nächsten Winter dann alle mit Klamotten auszustatten. Snow is going to eat. Is going to get some water. Going. Da fehlt theoretisch das G noch. Also Holzvorräte auch erstmal wieder auffüllen. Steinvorräte brauchen wir erstmal eigentlich nicht ganz so viele. Jetzt ist tatsächlich erstmal Eisen wichtiger für den Blacksmith. Und dann würde ich nochmal ein wenig umswitchen. Den Herbalist, den bauen wir dann auch noch. Hier haben wir übrigens auch unser Feld. Da können wir dann auch einen einstellen, oder wir müssen dann einen einstellen, der uns im Spring, also im Frühling, dann hier das Feld bestellt. Und ich weiß nicht, ob der dann auch das ganze Jahr sich um das Feld kümmern muss. Oder ob das automatisch geht. Das weiß ich nicht. Werden wir aber auch rausfinden. Und ja, deswegen brauchen wir im Frühling auf jeden Fall schon mal einen für den Blacksmith und einen fürs Feld. Ergo also zwei Arbeiter weniger als jetzt. Und da ist, wie gesagt, die Sache, wir müssen auf die Moral achten, dass die hier nicht zu weit nach unten fällt. Sonst ist hier Schicht im Schacht für die einen oder anderen. Und die suchen sich was Neues. So, der Wegebau ist auch sehr, sehr punktuell nur. Aber jetzt wird er sowieso erstmal geschleppt.
Und Nahrung. Ich denke, wir sollten im Winter überleben mit der Nahrung. So, die Frage ist auch, ob die Winterclothes quasi dann nach dem Winter verbraucht sind. Okay, das ist gerade natürlich der falsche. Oder ob die dann einfach wieder abgegeben werden im Frühling. Hier in der Hunter Lodge. Und ja, quasi dann gelagert werden. Weil im Haus können wir sie nicht lagern. Und ich will eigentlich nicht, dass sie im Sommer und so weiter, ja, verbraucht werden. Aber gucken wir mal, was gleich im Frühling passiert. So, das sind welche Low on Energy. Wenn man Low on Energy ist, dann arbeitet man weniger und im schlimmsten Fall legt man sich dann schon früher ins Bett als 23 Uhr. Und ja, deswegen sollte man immer darauf achten, dass die Leute genug Nahrung haben und genug Wasser haben, sodass sie, ja, quasi energiegeladen in den Tag gehen können. Oh, sehr gut, der Blacksmith ist fertig. Wer kann denn Blacksmithen? Wer ist Bauarbeiter? Daniela van der Wulfen. 30. Okay, dann fängst du mal an zu blacksmithen, bitte. Ich weiß nicht, ob sie die Beste ist. Oh, hier Snow kann richtig blacksmithen. Ansonsten. Ja, Daniela. Also eigentlich Snow. Aber Daniela ist die, die es machen darf. Und was braucht man dafür? Create Tools. Und zwar bitte mal 6 Stück. Oder wir machen mal 4. Reichen ja erstmal. Denn Kralle braucht ja auch keine Tools. So, was braucht man dafür alles? Also Holz und Eisen. Aus Holz und Eisen wird also eine Axt. Tatsächlich auch nur aus einem Holz und einem Eisen, wenn ich die Zahl hier unten richtig lese. Needs one wood, one iron, a tool is universally used for mining, farming and so on. Click to order, right click to subtract. Ja. Also, einmal rein. Okay, jetzt wird erstmal nur Holz gesammelt. Holst du bitte Eisen? Das wäre mir eigentlich, ja, danke, ein bisschen lieber. Achso, holst du jetzt erstmal alle Ressourcen und arbeitet dann oder macht sie jetzt eine Axt fertig? Okay, sie holt erstmal alle Ressourcen. Toll. Superklasse, toll. Ja. Dann werden wir uns also im nächsten Monat ein bisschen aufteilen müssen. Dann haben wir 3 Sonderlinge und jeweils nur noch einen. Einer, der farmt. Einer, der gathert. Wobei, ich werde, glaube ich, Mining erstmal einstellen. Und Holzfällen werde ich auch einstellen. Ich werde erstmal alles in die Spezialressourcen stecken. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze dann aussieht. Okay, du bist Bauarbeiter. Sei mal Blacksmith kurz. Jetzt ist Frühling. Wild Animals have arrived. Okay, dann bist du nicht mehr, sondern der Jäger. Und wo sind die Wild Animals? Da oben sind Borgs. Und da sind Rehe. Okay, dann jag mal bitte 4 Rehe wieder. Es wird jetzt ein bisschen weiterer Weg für ihn. Aber bringt uns weiterhin Fleisch. So, needs a farmer and seeds to plant grain only during spring. Wir machen einfach mal 10. Und wenn wir dann gleich 5.30 Uhr haben, dann werden wir einmal sagen, er soll mal bitte Farmer spielen. Können wir uns auch gleich mal durchgucken, wer jetzt hier wirklich was macht. So, Kralle ist wieder am Jagen. Sehr schön, tot. So, lass es 5.30 Uhr werden und dann werden erstmal alle arbeitslos. Ja, okay, und hier ist ein bisschen was gespoilt. Alles gut. So, wir können auf jeden Fall schon mal sagen, wir ernten mal ein bisschen.
Beziehungsweise wir sammeln Food ein. So, alles auf Null. Und... Na? Ach, es wird gerade gespeichert oder was? So, dann gehen wir mal durch. Durch die Leute. Also. Ich bräuchte einen, der... Blacksmith ist. Genau, Blacksmith habe ich ja. Und zwar ist das... Snow. Sie ist Blacksmithin. Dann Gatherer. Okay, Camellia ist auf jeden Fall meine Farmerin. Mit 42. Was macht er? Achso, Essen. Du bist Gatherer dann bitte. Blacksmith? Oh, sie kann eigentlich gar nichts von beiden. Oder eher besser gesagt. So, Villager without Jobs. War das nicht auf V? Jetzt geht's aber auch gerade gar nicht mehr. So, Patrick, du bist bitte Gatherer. Und dann haben wir noch sie hier hinten, Daniela. Was könntest du denn machen? Aua, auf jeden Fall Farmerin. So, dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. So, ein Feld ist gepflanzt. Dann pflanzen wir mal hier 10 Felder. Wahrscheinlich hier so. Nee, okay. Achso, wir hatten nur 10 Seeds, deswegen können wir nur 10 anbauen. Alles klar. Okay, so. Und jetzt? Was passiert jetzt mit den Feldern? Nüscht. Okay, sind angebaut. Klasse. Dann gehst du bitte... Bist du Gatherer? So, Daniela. Mal Holzfällerin. Ich werde nochmal ein paar Bäume abschlachten. Und einen lasse ich jetzt einfach mal als Farmer. Einfach nur um zu gucken, was passiert. So, hier nochmal ein paar Bäume fällen. Hier haben wir auch noch ein paar drin. So, okay. Der Blacksmith arbeitet hier noch. Hier, Kralle ist auch noch fleißig am Jagen. Müsste sogar wieder eins erledigt haben. Ja, da ist er gerade wieder am Schnetzeln. Sehr schön. Gut, dann machen wir ein weiteres Gebäude, nämlich den Herbalisten. Der uns quasi Kräuter sammelt. Und den würde ich einfach mal hier oben reinsetzen. Raus. Die beiden Sachen raus. Achso, natürlich jetzt brauche ich wieder einen, der das Ganze dann auch baut. Holz, wie sieht's da aus? 44. Okay, dann macht Daniela bitte jetzt hier den Baumeister. Und dann haben wir erstmal wieder alle Berufe abgedeckt, die ich so brauche. Wie gesagt, ich weiß nicht, was der Farmer jetzt hier noch alles machen kann. Also er steht auf jeden Fall erstmal sinnlos rum. Also ich würde ja sowas wie Bewässern noch machen. Meiner Meinung nach. Aber anscheinend hat er keine weitere Aufgabe. Hier ist auch nichts dazu gekommen. Nee. Kann ich auch nichts machen wahrscheinlich. Nee. Okay. Ja. Obwohl, das lese ich mir jetzt mal in der Pause durch. Okay, ja, ich weiß, dass er arbeitslos ist, aber warum? Und irgendwo gibt es noch einen zweiten, der arbeitslos ist.
Blacksmith, ja, stimmt. Sie ist arbeitslos. Dann bist du bitte Holzfällerin erstmal wieder. Obwohl, wir haben 38. Ja, ist egal. Damit sie was zu tun hat. Und ja, er ist tatsächlich sehr nutzlos gerade. Dann wirst du einfach Gatherer. Oder... Ja, komm, werd mal kurz Bauarbeiter. Bau mal dein eigenes Gebäude mit auf. Und anschließend wirst du dann Gatherer. Gut, okay. Dann war's das erstmal wieder für die Folge. Und wir sehen uns dann, ja, in der nächsten Folge wieder. Ich weiß gar nicht, ob das alle 2 Tage kommt oder jeden Tag. Muss ich mal gucken. Und bedanke mich erstmal fürs Interesse. Lasst Daumen da oder Kommentare, würde mich sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Was macht denn das Wildschwein gerade? Frisst das Wildschwein gerade meine Vorräte? A wild boar has eaten a part of your food stored in a barn. Kackteil. Gut, darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Haut rein, ciao und tschüss.